Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Es geht um die Unterwasserbeleuchtung in der Winterzeit. Wir hatten ja schon öfters die Frage zur Unterwasserbeleuchtung und Sandra und ich sind uns darüber einig. Man kann das machen, man sollte nicht die ganze Nacht durchbeleuchten, aber wenn man so bis 10, 11 Uhr beleuchtet, dann ist das gar kein Problem. Und heute kommt die spezielle Frage nach der Unterwasserbeleuchtung in der Winterzeit. Hallo Martin und Tim, ich überwintere meine Koi kalt durch den Winter. Ist es deshalb ratsam, während der Winterzeit die Betriebsdauer der Unterwasserbeleuchtung vom Teich zu reduzieren, respektiv ganz auszuschalten? Momentan ist die Teichbeleuchtung 17 bis 22 Uhr angeschaltet. Die Koi schwimmen bis 20 Uhr durch den Teich und ziehen danach langsam zum Boden zurück. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass die Koi bei natürlicher Dunkelheit weniger Energie verbrauchen und somit besser durch den Winter kommen. Oder ist diese Annahme nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Arena, frei für deine Meinung. Für eine Antwort würde ich mich freuen. Macht weiter so, Kim. Also, ich denke, wenn man da in Energiehaushalt reingeht und denkt, jetzt, wenn es noch beleuchtet ist, schwimmen die Koi ein bisschen mehr rum. Das ist wirklich der Tropfen auf den heißen Stein. Da würde ich mich absolut nicht verrückt machen und würde meine Teichbeleuchtung auch im Winter ganz normal bis 22 Uhr angeschaltet lassen. Bei dem Energieverlust könnte man ja mit einer Handvoll Futter, die man in der Woche, nicht am Tag, in der Woche mehr gibt, entgegentreten. Viel, viel wichtiger finde ich, und das ist bei Koi, jeder, der Koi hält, und ich denke, Sie gehören dazu, weiß, wie leicht man Koi konditionieren kann. Sprich, Sie laufen an den Teich, die Koi kommen. Wir schalten hier Futterautomaten ein. Wenn wir jetzt sechsmal am Tag füttern, dann stehen die immer schon 5 Minuten, bevor die Fütterung losgeht. Unterm Futterautomat schalten wir auf 12 Fütterungen um. Dann geht es wirklich nur wenige Tage, bis die Koi sich neu auf die neue Futtermenge konditioniert haben, respektive bis wir sie dahin konditioniert haben. Also die merken das nach wenigen Tagen, dass die Futterhäufigkeit verdoppelt hat. Und darum ist bei der Koi-Haltung, wie wir ja schon oft gesagt haben, immer die Konstanz, die Kontinuität. Also wenn du immer von 17 bis 22 Uhr deine Wasserbeleuchtung anhast, dann merken die Koi irgendwann, dass dieses künstliche Licht nichts mit einer zusätzlichen Fütterung oder sonst irgendwas zu tun hat. Ich würde im Winter auch auf gar keinen Fall nach Eintritt der natürlichen Dunkelheit noch füttern. Das macht gar keinen Sinn. Das macht man im Winter idealerweise, wenn die Temperaturen mal unter 10 Grad sind, in den Morgenstunden, dass die Koi während dem Tag dann im Aktivstoffwechsel, in Anführungszeichen Aktivstoffwechsel, der Stoffwechsel ist natürlich stark reduziert, dass sie dann noch Zeit haben, die aufgenommene Nahrung zu verdauen. Und wenn dann jeden Abend von 17 bis 22 Uhr, dann wissen die Koi das auch ganz genau. Und wenn dann in der Zeit kein Futter kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das irgendwann mal komplett ignorieren. Das ist wie das Leben an der Autobahn. Die ersten 4 Wochen ist Stress und danach hört man es überhaupt gar nicht mehr oder am Flughafen oder sonst irgendwo. Also, viel schlimmer wäre, wenn du am einen Tag, wenn du es händisch ein- und ausschaltest, und das ist vielleicht der Tipp aus diesem Blog, schalten Sie die Unterwasserbeleuchtung nicht händisch ein- und aus, sondern machen Sie es wirklich über eine Zeitschaltuhr, dass da ein ganz normaler Rhythmus drin ist, den nehmen die Koi dann in ihren Alltag mit auf, so zumindest meine Beobachtung. Und dann, denke ich, Kim, spricht da überhaupt gar nichts dagegen. Mach's gut, vielen Dank, du bist ein häufiger Fragenschreiber. Und an alle, schreibt. Denn wir Antworten haben, beantworten wir das. Wenn es Fragen sind, die speziell an Sandra gerichtet sind, dann werden wir Sandra mit ins Boot nehmen. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.